Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem. Warte mal. Es streamt gerade nicht. Jetzt streamt er. Oder. Naja, falls es jetzt nicht drauf war. Hallo und herzlich willkommen. Isaac, ne? Wisst ihr Bescheid? Da ist auch im Broadcaster manchmal noch so ein bisschen buggy. Da, wenn du streamst und gleichzeitig aufnimmst, dann geht manchmal die Framerate nicht hoch und dann weißt du nicht, ob er aufnimmt, aber. Nun ja. Okay. So, heute mal nicht der Fips im Dings, im TS-Mobil, sondern jemand anders. Stell dich doch mal vor, Mann. Ja, man kennt Das. mich vielleicht schon aus Hackett, Genau. das Rind, genau. Obwohl die Ich habe Folgen mit dir einfach sind noch mal nicht raus, leider. spontan. Ach, scheiße, schon, genau. Komm mal. Gespoilert. Verdammt. Ja, wir kamen halt so, über Tacket haben wir geredet, dann kamen wir ins Gespräch und dann Richtig. Haben wir gesagt, wir nehmen noch ist was es halt auf. so entstanden. Ja. Ja, wir zocken Isaac. Und das Rind hat das auch. Deswegen Oh ja. hat er gesagt, Ich ja, bin hier zocken wir nebenbei mal. auch am Zocken. Ich habe mal Ja. Magdalene genommen. Ja, ich war richtig, richtig weit bei diesem Spiel und dann ist mein PC kaputt gegangen. Jetzt habe ich nur Isaac. Keine anderen. Boah, das ist mies. Eigentlich, ja, richtig. Ich hatte schon diese, diesen mit diesem komischen Hut, wie hieß denn der? Der so heftig war mit seinem Zauberbuch. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall habe ich damit Weiß immer ich die gar nicht. Bosse besiegt mit diesem Buch. Und Hm. jetzt mit dem blöden Isaac, der voll nervt und voll langsam ist und so. Ja, aber die Saves Ruhiger werden als doch in der normal und Steam so ein Cloud Scheiß. gespeichert, oder? Weiß ich nicht. Also, mein PC war, ich weiß nicht wie lange, 3 Monate oder so in der Reparatur. Und musste Windows neu aufgesetzt werden, weil ich da mich selber irgendwie an der Reparatur versucht habe, aber keine Ahnung davon hatte. Ja, Und das hatte ich auch schon mal. und dann ist während der Windows-Installation in der Mitte irgendwie mein Spiel abgeschmiert und mein PC abgeschmiert. Dann ja, war halt alles Kacke und dann musste das neu installiert werden und so. Oh, stupid. Wo ich immer schön 70 € blechen könnte für diese Scheiß-Reparatur. Na, das ist so bei mir. Ich habe keinen Support. Ich müsste also auch ordentlich blechen, wenn ich irgendwas reparieren sollte. Aber deswegen, ich repariere eigentlich alles selbst. Weil ich habe ja auch meinen PC selbst zusammengebaut. Ah, okay. Ja. Mainboard und so, alles Grafikkarte. ja, alles Eigenbau sozusagen. Also jetzt nicht die Grafikkarte habe ich nicht selber gebaut, aber du weißt, was ich meine. Und ja, habe ich alles selber zusammengebaut und ich komme da eigentlich auch ganz gut mit klar. Hat auch schon so ein paar Totalausfälle. Bei einer Tacket-Folge hat man das dann auch gesehen. Eine Tacket-Folge hat sich komplett gelöscht, weil meine Festplatte angefangen hat zu klicken, weil sie zu heiß gelaufen ist. Lauter solche Sachen. Aber im Endeffekt ist noch alles gut geworden. Also, Cool. so alles in allem. Ja. Der Stream laggt erstens. Irgendwie. Ich sehe gerade, wie du den Duke of Fly halb weg hast. Den hast du bestimmt jetzt schon in der Aufnahme ganz weg, oder? Ja, also so ein bisschen hängt's hinterher, aber. Oh, ja, nee, aber ich habe auch Standbild. Ja, jetzt bist du im zweiten Abschnitt. Ja. Ja, gut, Strange. ist egal. Ich muss gegen diesen blöden Wurm. Where wise? Ja, also auf jeden Fall. Das ist mit dem PC so eine Sache. Ich weiß nicht. Der PC hat. Er ist nicht ganz selbst zusammengebaut. Als so Grundbasis im Prinzip habe ich so ein. Ja, so ein Multimedia-PC, was weiß ich. Da war halt der CPU dabei und der hat, weiß ich gar nicht, 300 € gekostet. So, weißt du, wie er war. Und da war halt eine Nur. Onboard-Grafik dabei und. Aber halt, da war schon die 600 GB Festplatte dabei. Und ja, halt der 4 GHz CPU, den ich noch ein bisschen übertaktet habe, jetzt auf 4,5. Und es war so für 300 €, ich denke mal, da kannst du nichts falsch machen. Und ja, dann habe ich so nach und nach. Ich weiß gar nicht, was das erste war. Das erste war, glaube ich, die Grafikkarte, wirklich. Als erstes habe ich mir die Grafikkarte gekauft. Die dann, was habe ich denn dann gemacht? Dann habe ich alle möglichen LAN-Kabel erstmal für meine Wohnung gekauft. Also meine ganze Wohnung verkabelt. Das war auch alles teuer. Ich habe das halt so für Monat gemacht und dann habe ich so, irgendwann habe ich dann, war ich dann mit der Performance nicht mehr zufrieden
Und dann hatte ich eine externe Festplatte, die habe ich noch eingebaut und habe da auf meine ganzen Programme drauf gemacht. Und habe mir noch eine SSD gekauft, also ich habe jetzt noch eine SSD als Bootfestplatte. Und also auf der SSD. What? Yeah. Was? Heilige Scheiße, was ist das für ein Raum, ey? Ja, bei mir bist du irgendwo in so einem leeren Raum, bist du bei mir gerade. Ja, ja, das. Dann leckt aber auch nicht mehr so. Ach, mit den Blutköpfen oder was? Ja, genau. Oh, das hängt aber jetzt nicht mehr so hinterher. Ja, nee, ja, geht. 2-3 Sekunden. Naja, auf jeden Fall dann eine SSD gekauft und dann habe ich alle Programme auf die externe Festplatte auf die externe Festplatte geschoben. Die hat 500 GB. Ja, und dann habe ich halt noch die 600 GB Festplatte für die Aufnahmen alle. Und so hat sich das auch bis heute gehalten. What the fuck, jetzt habe ich aber mal richtig Shoot-Up. Was ist, was geht? Oh ja, ich sehe es gerade. Was geht, ey? Ich habe hier gleich ersten Raum diesen blöden Kakao gekriegt, wo ich womöglich meine Schüsse aufladen kann, was der größte Scheiß ist, den es gibt. Irgendwie schon. Ja. Und so ein Anarchie-Kochbuch oder irgendwie sowas. Weißt du, was das bringt? Anarchie-Kochbuch? Ich kann mal auf der Wiki-Seite gucken. Ja, warte, bevor du jetzt da irgendwie... Ich kann das einblenden sogar mit Open Broadcaster. Oh, das wäre natürlich geil. Fensteraufnahme. Chrome. Ich hoffe, das funktioniert so. Neuer Tab, Google Chrome. Tatsache. Ich überblende das einfach mal. So. Wieso? Oh ja, ja. Hallo? Bildschirm anpassen? Okay, es funktioniert irgendwie nicht. Lol. Na, schade. Ja, musst du doch mal gucken. Ah, ich kann ja mal so gerade mal schauen. Warte mal, das war das falsche Wiki. Hier ist das Binding of Ice Wiki. Und das war das Anarchie-Cookbook. Ja, irgendwas Cookbook. Anarchist Cookbook. A simple white book with a circle, bla bla bla. Effect randomly drops 6 Troll Bombs around the current room. Also 6 Troll Bomben im Raum werden gedroppt. Ah, okay. Geil. Was ich gerade geil finde, ist dieser Shoot Speed Up. Das ist ja wohl mal richtig imbar. Und diese Fleischklopse hier, die nerven, ey. Ja, der kommst du nicht ran, Alter. Hasse ich richtig. Das ist richtig scheiße. Wow. Na, komm schnell her, Mann. Ich lösche dich mit meinen Tränen. So. Aua, aua, aua. Hey, der hat sich wehgetan. Mann, ich mir aber auch. Scheiße. So, wie komme ich denn in das Herz ran? Gar nicht. Scheiße. Das ist ein Selbstmordraum. Ist nicht so cool. Was kriegen wir denn als Boss? Maggie versus Famine. Famine, oh, wie süß. Ja, ist cool, der Boss. Ja, aber du bist so jetzt erst beim Boss. Ach, der. Ja, wie gesagt. Ich glaube, das war der erste Boss, den ich verloren habe. Ja, mit den Fliegen, das ist scheiße. Deswegen, du musst den so schnell wie möglich down kriegen. Ja. Damit der keine Fliegen mehr ist. Boah, so eine Scheiße, Mann. Ja, Mann. Ich hab den doch fast. Komm schon. Du bist doch fast down. Scheiße. Wow. Shit. Shit. Hey, ich bin fast tot, Mann. Okay. Jetzt schießt er nur noch so Dinger. Die wehr ich aber ab. Also eigentlich bin ich gut gerüstet mit diesen Shoot Speed Up. Verdammte Scheiße. Ich bin fast tot, ey. Jetzt nicht mehr. Oh, ein Meat Boy, coole Sache. Cube of Meat. Macht der nochmal? Wenn den sammelst du dreimal, und wenn du ihn dreimal gesammelt hast, ja, dann kriegst du so einen Super Meat Boy. Das ist so eine Anspielung auf, ja, Super Meat Boy halt. Ja, ist ja von denselben Machern. Genau. Edgemund das Macmillan. Das habe ich übrigens auch, das Spiel. Super Meat Boy? Fällt mir gerade so ein. Ich habe die Basement Collection, da ist die Vorversion, also die damalige Version von Meat Boy drauf. Die, das nennt sich Basement Collection, habe ich auch als Steam. Ist auch ganz cool. Könnte ich auch mal zocken. ich habe keine Super Bomben. Super Meat Boy, da bin ich so verzweifelt dran. Super Meat Boy. So urschwer. Na komm schon.
So. Eine Bombe. Geile Scheiße, Mann. Ich heb sie mir lieber auf, weil dann kann ich nochmal gucken, ob ich vielleicht noch eine Goldchest kriege. Ach nee, nee, dieser Super Meat Bay, den Fleischklumpen, der wehrt auch Schüsse ab, glaube ich. Also, ja, das auch. Das heißt, und du kannst auch in Gegner halt reinrennen. Beim zweiten, dann wehrt der halt mehr. Ja, beim zweiten kann er dann mehr Schaden machen. Und beim dritten wird es dann so richtiger Meat Boy, der dann auch Gegner angreift. Und der macht richtig Damage. Aua, der da auch. Scheiße. Hast du auch, wie heißt das denn? Wrath of the Light oder sowas? Wrath of the Lamp, ja, den habe ich, den DLC. Oh ja. Oh ja, das ist geil. Spielst du es jetzt gerade oder nicht? Ja, ja, das ist installiert gleich. Okay. Jetzt bist du doch schon fast down, Mann. Und scheiße. Oh, wegen so einer Scheißkarte bin ich jetzt fast tot, ne? Kacke hier. Oh, noch eine Bombe. Ich guck mal, was in der Kiste unten drin ist. The High Priestess. The High... Oh, das wusste ich mal, was das bringt. Ich guck mal im Wiki. Tarot Cards. The High Priestess. Summons Mom, Food Stomp on a random enemy. Achso, das spawnt Moms Fuß. Das ist auch nein, jetzt habe ich eine Bombe gelegt, ich Idiot. Oh, ich Volltrottel. Ich habe ja noch zwei. Vier Schlüssel. Ein Herz. Ich habe noch ein halbes. Ah, da ist aber ein halbes drin, gut. The Tower, was bringt das? The Tower... Ist das halt eine Karte? Ja. The Justice... The Tower... spawns 6 Trollbombs around the room. Es spawnt auch 6 Trollbomben. Du hast es mit deinen Trollbomben irgendwie. Naja, ich habe auch 7 Bomben im Inventar. Scheiße, Mann. Scheiße, 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 scheiße. Oh, ist das fies. Oh, ist das mies. Nein! Ja, doch, Mann. Ich bin gestorben. Halbes Herz, Mann. Halbes Herz. Ja, ich auch. Ah. Oh. Ja, gut, dann können wir eine Folgenpause machen. Was ist da los? Ja. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Isaac. Ciao.